Willkommen im Jahr 2022. Wir zocken das neu erschienene MMO. Ich mache dabei Gänsefüßchen. Broken Ranks. Hier handelt es sich um ein Low-Fantasy-MMORPG. Und das Spiel ist kostenlos verfügbar. Jetzt seit dem 25. Januar geht einfach auf brokenranks.com. Dort könnt ihr es herunterladen und dann eben selbst austesten und spielen. Broken Ranks startet mit 3, 6, 7 Klassen. Wir gehen mal die einzelnen Klassen kurz durch. Wir haben hier einen Barbaren, Vorteile, mächtige Schläge, Widerstand gegen Schläge, keine speziellen Fernkampfangriffe. Stärke ist bei ihm das Primärattribut. Ritter, mächtige Schläge, Widerstand gegen Schläge, keine speziellen Fernangriffe. Die wichtigsten Faktoren sind Stärke und Geschick. Also ähnlich wie der Barbaren. Dann haben wir den Feuermagier, ausgezeichnete Fernkampfangriffe, Nachteile, schlechte Zaubersprüche. Der wichtigste Faktor ist die Geisteskraft. Voodoo, wunderbare Zaubersprüche, schlechter Nahkampf. Die wichtigsten Faktoren sind Geisteskraft und Wissen, also jeweils die Attribute. Dann haben wir hier Nahkampfangriffe, schwache Zaubersprüche. Das Sheet klingt relativ interessant, klingt nach der Beschreibung wie eine Art einfach Nahkämpfer. Ähnlich wie der Battle-Mönch, Battle-Monk bei Diablo. Dann haben wir den Bogenschützen, klare Fernkampfangriffe, schwache Zaubersprüche, schwache Nahkampfangriffe, Stärke und Geschick sind bei ihm die Hauptfaktoren. Und den Druiden, Möglichkeit der Heilung, starke Zaubersprüche für kleinere Verletzungen zu. Und hier auch Wissen und Geisteskraft. Wir nehmen natürlich den Bogenschützen, wer mich kennt, weiß Bescheid. Und benennen wir die Person doch genauso. Wie ich heiße? Ne, machen wir nicht. Wir nehmen mal Alias Akumariu. So. Und rein. Wähle das Beruf. Wähle den Beruf und das Geschlecht. Der angegebene Name ist bereits gegeben. Dann geben wir doch meinen Namen. Ah, ich muss es jeweils auslosen. Ich darf es nicht auslosen. So, muss auf Next klicken. So, da haben wir den Charakter-Editor. Hautfärbchen. Ein paar Frisuren. Ich glaube, da sind noch ein paar mehr am Start. Ah, schade. Leider nicht. Ich habe Broken Ranks schon mal in der Alpha und Beta gezockt. Und es war zumindest interessant zu spielen. Das Spiel wird aus der isometrischen Perspektive gespielt. Ist rundenbasiert. Und es macht einige Dinge anders. Ob es sie besser macht, weiß nicht, können wir uns jetzt in der Release-Fassung anschauen. Zwecks NDA darf ich da jetzt nicht mehr Details zu sagen. Aber jetzt mit dem Release können wir uns das Ganze einfach gemeinsam anschauen und testen das Ganze mal durch. Also wir sehen, es sind rudimentäre Charakteranpassungsmöglichkeiten da. Immer jeweils 6 verschiedene Arten von Anpassungen. So, gucken wir mal beim Bärtchen. Schnauzer, Vollbart. So. Wir machen ohne Bart. Bartfarbe ist irrelevant, wenn wir keinen Bart haben. Und spielen. Take a deep breath and hold it. Aim at the heart. You've done well. Let's go home. It's getting dark. You didn't know that another darkness was approaching. The neighboring Utor launched a surprise attack on your motherland, Teyrn. The defenders mustered a great army and faced the invaders at the gates of the Teyrnian capital. The invaders were driven by the will of the mighty Hegemon and vile magic. The defenders were fighting for their lives. Our ranks were broken. Our king was slain. The Utorian hordes flooded our motherland. Nothing else stood in their way. They spared nothing and no one. Life, as you knew it, was about to end. Run to the stronghold of Thalia
Join the garrison and bring help. Go now! The mighty, impenetrable fire. Unfortunately, Hutor was already there. Okay, 2021 in der Nutshell. Wie man sieht, Intro nimmt einen doch schon mal mit. Wir hoffen auch, dass die Server uns auch mitnehmen. Hochzuladende Objekte, bereite Spieler. So, willkommen bei Broken Ranks. Aus dieser Anleitung erfährst du, wie man kämpft und nicht von jedem dahergelaufenen Deppen aufs Maul bekommt. Der Kampf in Broken Ranks ist rundenbasiert. Es geht darum, Angriff und Verteidigung mittels Aktionspunkten festzulegen. Dein Ziel ist es, möglichst viele effektive Angriffe durchzuführen und sich gleichzeitig gegen den Feind zu verteidigen. Verstanden. Uns stehen 12 Aktionspunkte zur Verfügung. Wir können den Angriffskreisen oder den Verteidigungsstreifen zuweisen. So, das ist auch eine schöne Erklärung für dieses doch andersartige Kampfsystem. So, Verteidigung, Angriff. Hier seht ihr auch Nahkampf, Fernkampf, Magie. Jeder Aktionspunkt im Angriffskreis ist eine größere Chance auf Erfolg des bestimmten Angriffs. Für alles hast du nur 10 Sekunden, daher lohnt es sich, vorgefertigte Taktiken zu verwenden. Wähle die erste Taktik und klicke die Uhr. Du beendest die Einstellung und siehst den Effekt. Beobachte die Prozent über dem Gegner. So, das ist die Uhr. Oh, das ist ganz schön viel ausgewichen, ne? Deine Chance zu treffen lag unter 15%. Denn dieser Prozentsatz ist das Ergebnis aus der Verrechnung der Anstellung und des Gegners. Angriff versus Verteidigung. So, verteidigt sich gut gegen Faustangriffe. So gewinnst du nicht. Man muss etwas verändern. Alright. Also, Faustschlag ist der Nahkampfangriff. Es gibt Nahkampf, Fernkampf und Mental. Da der Sauser sich gut im Nahkampf verteidigt, überrasche ihn im Fernkampf. So, wähle Taktik 2. So, da sehen wir es. Fernkampf. Zack, 80% in your face. Hat ihn nicht gut verteidigt. Unsere Trefferchance steigt. 80% dort, wo 2 AP sind. 2 Aktionspunkte. 65% dort, wo 1 AP sind. Das ist schön. Sie geben uns schon so ein bisschen die Richtung vor, wie man hier taktisch zu denken hat. So, die rote Zahl, die neben Prozent erscheint, ist die Menge der zugefügten Verletzungen. Der Sauser wurde 4-mal erwischt. So, da sind wir die Lebenspunkte. Und wir müssen natürlich auf unsere eigenen Lebenspunkte achten. So, der Gegner hat wesentlich weniger LP als du. Bleibe bei Steinbur, vielleicht reicht das aus. So, sehr schön. Achte bei den nächsten Kämpfen einfach darauf, wie die Trefferchancen stehen, wie viele Lebenspunkte bei dir und wie viele beim Gegner übrig sind und überrasche ihn mit Angriffen auf verschiedene Bereiche. Ein einfaches Rezept für siegreiche Kämpfe. Verstanden. Bereite mir jetzt schon mal Sorgen, wenn ich Fernkämpfe habe. Das ist natürlich so, wenn ich jetzt viel alleine spiele, kann das natürlich zu Problemen führen. Ne? Wenn ich Gegner habe, die Fernkampf fressen. Da müssen wir mal gucken, welche Möglichkeiten werden wir denn dann haben. So, wir checken jetzt erstmal alles einzeln durch, was wir so sehen können. Also, wir haben die Teamansicht. Könnten wir in der Gruppe uns entsprechend angucken. Könnten im Team chatten. Hier haben wir Chat-Optionen global. Anfänger, Handel, auch nicht schlecht. Den Chat verfolgen wir für Anfänger. Lass mal gleich mal da oben drin. So. Ne, auch schon mal schlecht. Lächerlich, ich habe eine Kindsmörderin überführt und bekomme nur 2500. Kappa. So, also ihr seht, es ist online. So, wir checken mal unsere Ausrüstung, unser Ausrüstungssat. So, Rüstung, Schnitt, Schlag, Stich. Okay. Wir sehen, wir haben keine Haltbarkeit auf einer Rüstung. Wir haben aber Gewicht. Hier sehen wir nochmal Stats. LP, Mana, Ausdauer. Stärke, Geschickt. Kraft. Kraft ist der Parameter, der für die Menge der verursachten magischen Verletzungen verantwortlich ist. Okay, wieso nimmt man nicht trotzdem einfach klassisch Intelligenz? Das klingt besser als Kraft. Macht! Macht wäre besser. Na gut.
Okay. Also haben wir das. Gucken wir uns mal die Fähigkeiten an. So, wir können natürlich spezielle Fähigkeiten holen. Es gibt aktive und passive. Und es gibt Klassenfähigkeiten, die nur für einen bestimmten Beruf bestimmt sind. Das Entwicklungssystem basiert auf 3 Stufen der Einweihung. Lehrling, Adept und Meister. Die Möglichkeit, sich auf eine bestimmte Fähigkeit zu spezialisieren, wird mit der Charakterstufe freigeschaltet. Wenn du aussteigst, erhältst du so viele Lehrlingspunkte, wie die Stufe deines Charakters ist. Höhere Ränge erfordern entsprechend Punkte. Okay. Das brauchen wir jetzt nicht durchlesen. Wir sehen jetzt, was wir haben. Steinwurf, Schuss. Wenn wir draufklicken, sehen wir, dass wir auch in den Stufen hier aufsteigen können. Und auch, was das uns an Punkten kostet. So, aktuell Schaden 30%, 9% Trefferchance. Ich hoffe, die meinen damit Crit-Chance. Aber werden wir sehen. Vielleicht skaliert das auch nochmal gegen mit den Grundattributen. So, Nahkampfangriff sind wir auch hier. 72%, Trefferchance 14%. Also ich glaube, wir brauchen ganz dringend einen Bogen. So, Kampfschrei erzeugt Angst beim Gegner, verringert so seine Wirksamkeit, verringert Treffsicherheit von seinen physischen Fernkampf- und magischen Angriffen. Und hier können wir uns aus CCs befreien. Kostet uns entsprechend AP, hier können wir flüchten und dann wäre hier nochmal der V-Schlag. Das sind die allgemeinen. Und wenn wir jetzt hier bei der Klasse mal gucken, 3, 6, 9 verschiedene Fähigkeiten jetzt für die Klasse. Darunter auch Giftpfeil, Sand in den Augen, Feuerpfeil, Kurzschluss. Viele sind selbsterklärend. Geschärfte Sinne sieht nach einem Buff aus. Strategischer Schuss. Der Pfeil steckt im Körper, tut weh und stört. Jeder Angriff kostet dadurch auch viel mehr Ausdauer. Und zwar beim Gegner. Pfeilhagel, hier hat man AOE. Wir gehen mal kurz auf die Passivs, da sehen wir bisher nur eins. Rudel. So, wir entwickeln ein einzigartiges System zur Kommunikation mit Tieren. Dadurch können sie mit mehr als einem Tier im Team zusammenarbeiten. Das ist natürlich nice. Und jetzt sehen wir hier auch das Taktikfenster. Und im Taktikfenster könnten wir jetzt die Presets entsprechend anpassen. Also ich könnte jetzt hier hingehen und aus diesen hier wählen. Das sind die Fähigkeiten, die mir aktuell zur Verfügung stehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Kampfschrei auswähle, ne, dann habe ich das hier entsprechend an der Stelle. Ich kann auch festlegen, wie viele AP dafür verwendet werden. 12 haben wir insgesamt zur Verfügung. Das hat entsprechend Auswirkungen darauf, was das natürlich hier übrig bleibt. Ich ändere das hier aber wieder zurück erstmal auf den Standard. Einfach komplett Nahkampf. Das andere komplett Fernkampf. Ich erinnere mich noch, man kommt mit der Zeit rein. Und solange man auch nicht die anderen Presets hat, man kann dann auch schon manuell anpassen. Das kriegt man dann schon hin, wenn man dann sagt, okay, ich brauche jetzt schnell hier Kampfschrei oder dergleichen. So, hier unten hat man noch was, nämlich Elixiere. Erholung. Und Gegner sofort angreifen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir untersuchen jetzt erstmal den Leichnam. Nix. So, Zugriff auf die Karte haben wir aktuell noch nicht. So, das ist ein Sauser, da wissen wir Bescheid. Fernkampf ist hier das Mittel der Wahl, also gehen wir hin. So, jetzt will ich mal gerne anpassen. Was machen wir hier? Zack. Eins weniger. Dann mal einen Debuff draufpacken. Na, aber man hat gesehen, also 10 Sekunden ist zwar knapp, aber trotzdem, wenn man weiß, was man reinpacken will, dann passt das. Preset 3 und 4 kommen ja dann auch mit der Zeit. So. Edeltraut, hier hast du einen weiteren Utora-Kadaver. Untersuche ihn, aber tue es schnell. Makabe, halte den Waldrand im Auge. Ich möchte keine Überraschungen. Was bist du für einer? Ich bin Akuma Ryu. Die Utora haben mein Dorf angegriffen. Mein Vater hat mich hierher geschickt, um Hilfe zu holen. Diese Hundesöhne verschonen nichts. Wann war das? Gestern vor Einbruch der Dunkelheit. Ich habe mich die ganze Nacht hierher durchgekämpft. Dann ist von deinem Dorf nichts mehr übrig. Wer überlebt hat, kommt hierher. Wenn du leben willst, bleib in unserer Nähe. In Ordnung, gehen wir. So, manchmal erscheinen längere Dialoge, ja. So. Edeltraut, was ist mit ihm? Taugt er was? Ja, er steht nur ein bisschen unter Schock.
Gute Edeltraut. Hey, reiß dich zusammen. Ich habe gesehen, wie du diesen Utoro erledigt hast. Du weißt, wie man kämpft. Ja, das war echt nicht schlecht. Fass ihn nicht an, ich arbeite hier. Das Mädchen benutzt ein seltsames Messer, um etwas aus dem Hinterkopf des Erschlagenen zu schneiden. Wozu untersuchst du sie so? Wenn man ihnen den Kopf abschlägt, sterben sie. Das zu wissen reicht aus. Das Mädchen murmelt leise vor sich hin. Pass auf, dass ich dir den Kopf nicht abschlage. Akumario, du kommst mit uns. Ich werde dich dem Hauptmann vorstellen. Vielleicht nimmt er dich dann in den Trupp auf. Wollen wir das? Ja. Mein Vater befahl mir, der Armee beizutreten. Dann hast du Glück, dass du auf uns gestoßen bist. Ich führe diese hier an. An unserer Seite wirst du die Gelegenheit haben, diese Utora-Hunde zu töten. Aber vielleicht nicht mit bloßen Händen. Zeigt auf die Leiche eines Bürgerlichen. Nimm die Waffe dieses armen Teufels und lass uns gehen. Du hebst Bogen auf. Yes. So. Öffnen das Inventar, gehen auf die Waffe und da sehen wir auch schön Bogen. Schaden plus 24, Geschick plus 1. Drag and Drop ist hier angesagt. Dank dieser Waffe hast du eine Möglichkeit erlangt, einen besseren Angriff zu nutzen. Schau, wie du ihn in die Taktik aufnehmen kannst. Jeder Spieler besitzt die gleichen Grundfähigkeiten. Ja, einige Fähigkeiten kann man dann erst benutzen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Wie zum Beispiel hier. Bogenschießen, Raume, Bogen. So. Bogenschuss der Taktik zufügen, das machen wir natürlich. Und ersetzen hier die ganzen Steinwürfe damit. So. Ja, das wissen wir. Wollen wir aber nicht. Ah, wir müssen sie anpassen. Okay. Fand ich nicht ganz gut. AP hier. Machen wir es so. Ein bisschen spannender, ja. So, und bei der 1 will ich tatsächlich hingehen. Müssen wir nochmal raus. Tutorial. Bei der 1 will ich hingehen und will den Debuff gleich am Anfang packen, beim Nahkampf. Los geht's, bleib in unserer Nähe. In Ordnung. Dann folgen wir den Dudes erstmal. Woher kommen sie? Wir haben sie doch zurückgeschlagen. Akumario, zeig, was in dir steckt und übernimm den vorne. Wir werden die anderen besiegen. Ich mache ihn fertig. Na gut, wir übernehmen den vorne. So, diesmal wird es schwerer sein. Dir gegenüber stehen nur zwei Gegner. Klick auf den Sauser, um zu sehen, wie viele Lebenspunkte er hat. 60. Klicke nun auf den Hund. 100. Na super. So, der Sauser hat weniger Leben. Versuche ihn als erstes zu töten. Na, da greifen sie schon in die persönliche Taktik ein, ne? Stelle Fernkraftstaktik ein, wähle den Sauser und klicke auf die Uhr. Ja. Ja, super, ne? Deutlich mehr Schaden. Zweimal geduckt mit Chuck Norris. So. Der Hund hat uns ziemlich heftig gebissen. Wir müssen uns besser verteidigen. Zum Glück greift der Hund nur im Nahkampf an. Modifiziere deine Taktik so, nur um diesen Bereich zu verteidigen. Genau. So. Jetzt nutzen wir die Verteidigungspunkte, die wir hier drin hatten. So, lieber mein Freund. Hoffen wir mal, dass das zieht. Ja, Nahkampf ist bei ihm wahrscheinlich besser. So, hat nur noch 6. Wir testen es natürlich. Dank der 5 AP ist in der Nahkampfverteidigung ist es dir gelungen, allen Angriffen auszuweichen. Genau. Riskiere eine Schwächung deiner Verteidigung, um diese AP auf die Angriffe zu übertragen. Ja, macht ja Sinn. So. Gib ihm. Sehr schön. Erhalten Gegenstände nichts. Gut gemacht, Akuma Ryu. Ich kann dich mit reinem Gewissen dem Hauptmann vorstellen. Danke. Lass uns weitermachen. Ich werde direkt hinter euch sein. Loot. Ich werde direkt hinter euch sein, außer es gibt was zu looten. Und ich passe kurz die Taktik an.
So, wenn wir schon hier sind. Und man kann auch, das habe ich vorher natürlich nicht gemacht, ne? Wir könnten natürlich auch hier die Verteidigungspresets dann anpassen. Wir ziehen halt eben entsprechend halt auch mal AP raus. Das ist halt interessant bei den anderen Presets, wenn man das dann nochmal umsetzen will. Sagt, okay, nur Nahkampf und geringe Verteidigung, ausgeglichene Verteidigung oder Nahkampf. Und starker Fokus auf Fernkampfverteidigung und dergleichen. So, hier wollt ihr aber trotzdem tatsächlich hingehen, den Kampfschrei reinpacken. Einmal um zu sehen, wenn ich Gegner habe, bei denen vielleicht der Nahkampf, bei dem ich Nahkampf teste, dass ich dann gleich einen Debuff noch drauf packe. Einfach just for fun, einmal ein bisschen weg vom Standard. Scheiße, wie viele von ihnen sind es hier? Sie haben sich schnell erholt, nachdem wir sie aus der Stadt verdrängt hatten. Haben sie Talia gestürmt, die Buchhandlung? Und sie haben sie ein bisschen angebissen. Du wirst es bald selbst sehen. Wir müssen nur noch die vor der Brücke erledigen. Ich übernehme den Großen, wenn der Feldwebel es erlaubt. Ich wollte es schon immer mal mit Brot aufnehmen. Mach nur nicht so ein Gemetzel wie das letzte Mal. Ich brauche Saimi-Proben aus seiner Hirnrinde. Aus seiner Rinde? Im Sinne aus seiner Birne? Ja, Makar, aus seinem Schädel. Gut, also Makar bei dem Brot. Edeltraut, denn Sauser und ich und unser Neuer übernehmen die Gruppe mit dem Speer. Wir gehen los. Kurzmann hat sich uns angeschlossen. Yay! Alright. Sieht man ihn auch in der Gruppe? Ja. Da, Mann. So. Nimm den Hund, er ist der Schwächste. So, manchmal helfen die Gefährten in einem Kampf. Du kannst sie markieren, um ihren Namen, ihre LP und ihre Ressourcen einzusehen. Allerdings kannst du sie nicht steuern. Auf jeder Seite können sich bis zu 5 Kampfteilnehmer befinden. So, kurz zu Kusman. Ja, 800. Kusman hat eine Menge LP. Du musst dich nicht um ihn sorgen. Tu, was er sagt. Markiere den schwächsten Gegner und wähle eine Taktikgreif an. Genau. Fernkampf hatte sich beim Hund etabliert. Kann man hier eine Mage-Verteidigung eigentlich rausnehmen? Ah, lass uns nicht. Ist immer noch Tutorials. Ja. Boah, wow, ein bisschen mehr AP. Ich würde mal gerne beim Hund den Nahkampf testen. Autsch. Ja, vergiss nicht, verschiedene Bereiche anzugreifen, damit der Gegner nicht weiß, welche verteidigen sollen. Ja. So, jetzt würde ich eigentlich schon längst gerne selbst agieren. Kann ich aber nicht. Darf ich nicht. So. Ist der Kreis der Fähigkeiten. Ja. So. Pass mal an. Ja, ist recht ausgewogen. Ich würde mehr AP aus der Verteidigung hier rausholen. Aus dem magischen Fernkampf. Würde 2 auf Verteidigung setzen. Nahkampf. Wobei nur aus der magischen rausnehmen und auf die Nahkampfverteidigung nehmen. Aber da merkt man schon mal, also das ist halt schon auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Und jetzt heißt es, nutze das, was du gelernt hast, wähle einen Gegner, modifiziere jedenfalls die ausgewählte Taktik, etc., etc., etc. Weiser AP, der ja, das passt. So, wir sind jetzt im, wir machen jetzt mal einen Nahkampf. So, das dauert ein bisschen, ne? Zack. So, greifen wir mal an. Ja, das sieht man ja. Also Fernkampf weicht da gut aus. War zu erwarten. Ja, wir haben jetzt dank unserer guten Fernkampfverteidigung sind wir halt oft ausgewichen. So, hier packen wir jetzt noch keinen Debuff drauf. Das hat auf jeden Fall, das ist ein interessantes Konzept. Und auch PvP-technisch, glaube ich, wird das sehr spaßig. Ja, wir machen wenig Schaden. Ne? Kusman hat uns zum Glück geheilt.
Alles so viel eigentlich. Es ist doof, dass man auf das X klicken muss, um die AP wegzukriegen, statt dass man einfach auf die AP klickt und einen wegmacht. Muss man alle wegmachen. Das Schöne ist, ich kann es auch jetzt schon machen. So. Was ein bisschen irritiert ist, wir haben zum Beispiel nur die zwei Fernkampfangriffe gemacht. Also Initiative rollt so ein bisschen gemischt, ne? Man zieht nicht komplett immer alle Angriffe durch. So, oben links sehen wir auch hier Geatboss. Ne? Wir sind jetzt hier im Anfänger-Chat. Also es gibt Leute, die jetzt auch hier unterwegs sind im Spiel. Das ist gut, das kann ich hier verschieben, wollte ich gerade sagen. Aber es hält nicht, es snapped back. Aber macht nichts. Alright. So, wir sind angekommen. Und das war ein erster Einblick in Broken Ranks. Ich werde sicherlich auch noch euch weitere Dinge zeigen. Und wenn wir hier schon dabei sind, beenden wir es noch nicht. Da ist jetzt der Premium Shop. Der war in der Alpha natürlich noch nicht drin. Das gucken wir uns ganz kurz an. Damit auch dieser Punkt geklärt ist. So, Premium Shop. Also, ihr könnt 30 Tage Premium-Konto bekommen. Gibt Erfahrung plus Gold plus Gold plus plus Drops. Platinkisten plus 300 Ertragkraft plus 40% Erholungsgeschwindigkeit plus 2 Einstellungen des Kampfes plus 30% reduzierte Todesstrafe. Ne, Minus wahrscheinlich. Jeden Tag löst du einen Bonus aus. 3 bis 7 Platinschlüssel, 10 bis 50 Elixiere. Was haben wir hier noch? Wir können das Geschlecht ändern. 7 Tage lang jedes Tier von jedem NPC abholen, der mit ihnen handelt. Okay. Freundeslimit erhöhen, Statistikpunkte zurückgeben, okay, da kannst du respecken und Fertigkeitspunkte respecken. Das ist das. So, ich checke auch gleich für euch, was Platin kostet. Wir gucken jetzt erst noch bei den Gegenständen, was hier geht. So, Teleportation bringt uns zurück nach Trentis. Sie kann auf grünen und gelben Feldern verwendet werden. Teleportationsturm. Gegenstand aussehen, also Transmog. Und hier, auch Respec-Trank. Kann man hier einzeln eben kaufen. Alles Sachen unabhängig vom Platin. Dann sehen wir hier Skins. Sieht nett aus. Weiße Garde, okay. Da muss ja mehr gehen, noch. Ja, sieht nicht schlecht aus. Sauron, bist du es? Ja. So, ich habe mal die Preise gecheckt. Die sind ganz schön happig. Man guckt für Premium-Konto 350 Platin. Das sind 10,50 €. Das heißt, es spricht fast einem Abo-Wert von World of Warcraft oder einem Final Fantasy 14. Ich weiß nicht, ob das für das bisschen hier wirklich, naja, ein Schnäppchen ist. Und gerade bei den Skins ist das schon sehr, sehr heftig. 3500, 2500, also 3500, das sind, ja, da sind wir so bei 75 bis 85 Euro, je nachdem. Das hier kriegt natürlich bei höhere Anzahl an Platinkäufen leichte Rabatte. Aber das ist schon heftig. Man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich Free-to-Play. Ich werde es für euch in Free-to-Play-Fassung weiterspielen. Aber der Shop könnte zu einem Knackpunkt für das Spiel hier werden. Ne? Das ist schon heftig. Ändert aber nichts daran, dass das Spiel inhaltlich erstmal interessant ist. Und alle anderen Aspekte, ja, muss man mal sehen, wenn man mehr spielt. Ihr könnt es für euch auch einfach antesten, kostenlos spielen. Ist jetzt seit dem 25. Januar 2022 am Start. BrokenRanks.com. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.